Neulich wollten wir zu einer Party gehen im Playboy Mansion in der Liebesgrotte und da haben wir Felix gefragt, Mensch, komm noch mit. Da hat er gesagt, nee, habe ich keine Zeit, kollidiert leider mit der Gigaliga, denn jeden Tag um 19.30 Uhr entführt uns Gregor in die Gigaliga und spielt fantastische Spiele, unter anderem auch Trackmania, und das ist genau das, was du dir heute rausgepickt hast. Ja, hättest du was gesagt, Felix, ich gehe immer danach direkt. Viertel nach acht geht immer der Flieger zur Playboy Mansion. Ich wusste nicht, dass du mitkommen möchtest. Nächstes Mal sprechen wir uns besser ab, dann klappt es mit der Playboy Mansion und vielleicht klappt es jetzt auch mit Trackmania Nations. Ist ja ein super geiles Spiel. Ja. Hat ihr dieses ganz einfache Spielprinzip, easy to learn but hard to master. Exactly. You take the words right out of my mouth. What? Ja, also es geht schon wieder los. Wir haben sieben Mitspieler. Vio als Titelverteidigerin selbstverständlich wieder dabei. Sitzt auch zu Recht schon ganz weit oben. Mal gucken, ob wir sie da runterstoßen können. Ja, wir fahren los. Vio hat so einen bösen Vorteil. Die hat so kleine Finger. Weißt du, dann hat die Finger zum Gehirn. Ich kann ja nicht mal mein Sprachzentrum gehören. Das ist ja ein längerer Weg als von Bios Finger zu ihrem Kopf. Ich finde es immer nur auf. Aber wir fahren mal los jetzt. Oh ja, du fährst jetzt auch mit. Ja, wunderbar. Ich mit und ich habe kein Problem zu verlieren. Ja, es ist okay. Ist ja super tricky, die Strecke. Oi, Trigger mit Trickenstein. Also die ist ganz kurz, hat nur zwei Kurven, das war es schon. So. 10,75. Eieieiei. Darf Rennmaus, oh, jetzt also known as die singt sich doch fahren. Hier ins Finale. Einmal Enter und dann geht es auch schon los. Fährt für Deutschland, sie hat sie. Start ein bisschen verpennt. Oi, Capozzi! Hauptsache erstmal eine Zeit ins Ziel bringen, das ist schon mal ganz wichtig, Christian. Das sieht gut aus und das bringt sie ins Ziel. Und was die Zeit wert ist, das sehen wir dann, wenn alle durch sind. Slickety Rickety! Oh Gott, aber können wir den Monitor so ein bisschen rüberdrehen? Slickety Rickety hat ein bisschen... Ich will aber nicht neben Colin sitzen. Slickety Rickety. Nein, keine Sorge, ich fahre es nie mit gleicher Münze heim. Ich suche mir mal was Neues aus. Oh! Muss ja fahren. Signalkabel prüfen. Hallo, ist... Aufnahmeleitung, Chaos-Spur! Wir sind überhaupt nicht mehr in der Lage, etwas zu machen. Oh Gott, wir können alle sterben! So, jetzt. Okay. So, hervorragend. Also so, einmal nur Enter und dann geht's ja schon los. Nichts verloren. Ich habe meine Brille nicht auf. Die sind irgendwie alle kurzsichtig. Dann sagen wir, der ist geradeaus, geradeaus, geradeaus. Ich bin auch kurzsichtig. Oh, der Ghost ist hinten, jetzt ist er vorne, jetzt ist er wieder hinten. Ja, ohne sehr ordentliche Zeit bringt er ins Ziel auf jeden Fall vor Christiane. Oh. Und damit ist diesmal wirklich aus Bulgarien. Wir haben ihm fälschlicherweise die Belarus-Weißrussland-Flagge gegeben. Jetzt fährt er endlich wirklich zu Bulgarien. Ran, kannst du besser sein sehen. Wunschteam. Ich möchte nicht wieder irgendwelche Vorwürfe haben, ich hätte geschummelt, ich bin doch nicht Mercedes. So. Muss Enter drücken. Ich klicke mal, vielleicht bist du auch zu weit weg mit deiner Tastatur. Ja. Gucken wir mal. Ah, scheint zu klappen. Colin fährt. Oh, sehr gut. Oh, eingesprungen das Ding. Ah, das war natürlich jetzt wieder dann tödlich, aber er bringt es ins Ziel und liegt auch gut im Rennen, hat eine Zeit. Nils. Die Mongolei wieder am Start. Ready, Nils? Yeah. Hier, ready, steady. Oh, ja. Nein. Um. Ah, oh! Was machst du denn? Keine Ahnung. Enter. Ich hab nicht mehr. Enter. Ich muss, glaube ich, näher an die Signalstation ran. Das war immer nichts gemacht, wenn er da nicht mehr vor. Ja. Ich dufte McDuftenstein. Die Runde ist wichtig, ja, das sieht auch gut aus. Da holt er noch ein paar Leute auf. Jo, nein, jawohl. Jawohl. Sarah Baby. So. Ah, jetzt bin ich aber gespannt. Frauenpower. Ah, ja, aber jetzt vorher große Töne spucken. Ja. Aber im Hugo hier den Großen raushängen lassen. Ich habe gedacht, ich kann gut verlieren. Na! Nicht mit dem Finger auf mich zeigen, den Finger auf die Tastatur halten. Wertvolle Sekunden mit dir, mein Schatz. Da ist noch einiges zu holen. Nein! Ist das eng, aber du hast jetzt gerade ein Ziel mit 13,92 und die Titelverteidigung. Jetzt kommt hier wieder die Titelverteidigung, weißt du? Vio! Komm sofort. Man weiß nicht mehr, wer man ist, das ist so. Man weiß nicht, man hat seine Identität vollkommen verloren. Man geht unter in der Masse. Oh, Enter. Schnell neue Zeit versuchen. Das ist ganz böse Nummer auf den Zahn gelegt hier. Aber wenn sie jetzt die Bestzeit fährt, dann kann das schon der Sieg sein. Dann muss sie überhaupt nicht mehr ran. Enter. Wir gehen Ende mal über Bord. Weiß ich auch nicht. Mann über Bord. Captain Ford. Nein. Noch einiges zu retten. Jetzt einfach geradeaus das Ziel bringen. Ja, dann bist du nicht besser. Ah, damn it! So. Damn it.